so ambiente Musik für zum Beispiel Minecraft, für Streams, die so ein bisschen ruhiger sein sollen. So, wo ist mein Haus? Da. Kann ich mir immer merken, weil große Pilze in der Nähe sind. Pilze. Liebe Leutchen, Finger weg von Drogen. Sind böse. Gut, was brauchen wir jetzt? Rip. Können wir schon mal einen Ofen machen? Ja, schau in dein Rezeptbuch. Yay, du hast gelernt, einen Ofen zu basteln. Toll! Jetzt brauche ich aber noch Kohle. Wie heißt die Musik nochmal genau? Sekunde. Heilen. Playlist Link. Nein, ey. Ich schmeiß den Link jetzt einfach mal in die Beschreibung rein. Ja, aber Medizin sind auch Drogen. Hast du recht. Hast du recht. Alles, was mal oder alles, was jetzt Medizin ist, war früher ja auch mal eine Droge. Aber wie gesagt, alles sollte man im Maßen genießen. Und was ich jetzt noch bräuchte, wäre ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und es ist sehr dunkel. Wo ist denn hier die Kohle? Und weißt du was? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Und der gute Harris Heller, der hat auch einen Discord-Channel, wo er dann seine Musik auch vorstellt oder auch so ein paar Tipps für andere Streamer und sowas gibt. Und was ich mir dann. Brenn mal durch. Zeichenstamm. Ah, den brennt er durch. Okay. Brenn mal durch, Digga. Brauche nämlich Kohle für Fackeln, damit es nicht so dunkel ist. Was er zum Beispiel auch gemacht hat, ist Tipps halt für andere Streamer und er hat eine Lizenz für diese ganzen Songs. Hat er eine Lizenz rausgehauen für andere Streamer oder auch für YouTube und für jeden, der seine Musik nutzen möchte und Probleme kriegt, da kann er dann die, da hat er dann die Lizenz für rausgehauen für die ganzen Leutchen. Und das finde ich eigentlich völlig in Ordnung. So, jetzt haben wir hier Licht. Tada! Geil! So. Jetzt nochmal in die Höhle, eben nach Kohle suchen, weil die hält ein bisschen länger als normale Holzkohle. Ist ja auch beim Grillen so. Holzkohle verbrennt immer sehr, sehr schnell. Zwar sehr, sehr heiß, aber sehr, sehr schnell. Wenn ihr dann mal euch Briketts anguckt, die sind, sind immer richtig festgepresst. Brennen sehr lange. So, wo ist denn hier Kohle? Ich bräuchte vielleicht echt mal eine Höhle, wo, eine Kohle, wo ein bisschen Kohle rumfliegt. Alter, und ich mache mir gleich eine Steinaxt.
Ist nicht langweilig, ne? Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Bradleys.de sagt schon, nein, überhaupt nicht. Dann bin ich ja beruhigt. Wie gesagt, ganz entspannt. Alles klar, Dankeschön. Ich baue mich einfach hier mal ein bisschen geradeaus. Mal gucken und dann wieder runter. Es kann ja auch sein, dass einige Leute das dann zum Einpennen benutzen. Fühle ich mich ja auch ein bisschen geehrt. Hintergrund am Fernseher laufen lassen. Ja, geil. Aber warum nicht? Oh. Einerseits freut mich das, andererseits denke ich mir so, gut. Hintergrund im Fernseher? Ja gut, das mache ich eigentlich auch. Stimmt. Okay. Ist nicht schlimm. Das mache ich ja auch eigentlich öfters. Wo geht's hier raus? Da. Auch wenn ich nebenbei irgendwas zocke. Wo ich zum Beispiel einfach nur entspannt irgendwas spielen will. Ich lasse entweder YouTube oder Spotify nebenher laufen. Meistens aber YouTube oder Twitch. Und dann zum Beispiel, weiß nicht, Gronkh oder Tobinator beim Stream. Der ist auch richtig, richtig entspannt, der Typ. Den gucke ich auch immer ganz gerne zu. Flop. So, dann machen wir mal einen Haufen Stiggis. So. Zack. Zack, den könnte ich da eigentlich. Könnte ich eigentlich wegschmeißen. Brauche ich ja nicht mehr. So. Mache ich mir zwei Äxte. Zack. Ach, das ist die Katze in der Rolle. Grond und Tobi sind immer toll. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die mag ich immer ganz, ganz gerne gucken. Und jetzt bist du dran. Baum weg. Grong, Tobi, Pan manchmal so ein bisschen. Also ich habe mir mal ihr GTA-RP angeguckt, aber der Stream gibt mir schon Gronkh-Vibes. Ja, oh, dankeschön, dankeschön. Oder auch der Funk Royal, der geht eigentlich auch. Der hat immer so eine sehr ruhige, autoerotische Stimme. Der geht immer so ganz nah ans Mikro, habe ich das Gefühl. Geht da ran. Mit seiner audio-erotischen Stimme. Da wickelt er die kleinen Zuschauer um den Finger. Und bei manchen Mädels fliegt dann schon der Schlüpper weg, allein wenn er schon anfängt zu reden. Habe ich das Gefühl. Habe ich mal gehört. Gehört. Ich baue mich jetzt hier einfach stumpf nach unten. Das Starbound Let's Play war toll. Ja, das war richtig geil. Oh. Eisen. Ja, geil. Starbound, da habe ich mir mal da hat einer mal so ein Best-of davon zusammengeschnitten. Alter, ich habe mich totgelacht. Kohle! Geil! Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ach ja, bei den alten Let's Plays von Minecraft, von Gronkh. Also kohletechnisch, ne? Das habe ich ja zum Glück noch nie erwähnt.
ist diese Map hier einfach zugeschissen. Oh, schön. Ah ja. Den Gronkh, den habe ich, glaube ich, damals... Nee, meine Frau, die hat den damals, glaube ich, entdeckt. Weil sie gesagt hat, hey, hier, guck mal, der da, der spielt irgendwie Spiele und quatscht da nebenbei. Habe ich mir gedacht, ja, okay, was macht der so? Okay, der spielt Minecraft. Was ist das denn? Und dann habe ich mir das damals... illegal! Habe ich mir das gezogen. Bei einer Seite, die mir damals ein Arbeitskollege noch empfohlen hatte. Das waren noch Zeiten. Wo solche Seiten noch in waren. Aber jetzt so langsam mit Streaming-Seiten und hier und da und zum Beispiel auch Keyseller-Seiten ist das eigentlich gar nicht mehr so en vogue, sage ich mal, sich was weiß ich, bei Wares-Seiten irgendwelche Spiele runterzuladen. Ich meine, für zum kurz mal antesten und sagen, hey, das Spiel ist geil, ich will mir aber die komplette Vollversion kaufen mit allen Updates und hier und da. Dann ist das doch schon in Ordnung. Kurz mal antesten geht's, würde ich vielleicht sagen, aber illegal runterladen ist natürlich illegal runterladen. Und ich habe damals auch irgendwelche Spiele, die man empfehlen kann. Oh Gott, da fragst du leider den Falschen. Also meine Empfehlung, Minecraft, das geht immer und kann man für einen schmalen Fuß. Damals habe ich, glaube ich, das für 10, 5 oder 10 Euro habe ich mir das gekauft. Wo es noch, glaube ich, in der Beta-Phase war. Och Gottchen, das war ewig her. Und ansonsten würde ich sagen, keine Ahnung. Im Moment ist ja, glaube ich, Outriders so ein Riesending. Oh. Sag mal, wann kommt denn hier eigentlich mal eine Höhle? Egal, komm, ich habe jetzt genug Stein gesammelt. Das reicht, glaube ich, erstmal. Beta, ja, nur 5 Euro, ja, siehst du? Damals die Beta-Phase von Minecraft, die... Was habe ich getan? Ich bin blöd. Die Beta-Phase, die hat nur 5 Euro gekostet. Damals habe ich mir gedacht, 5 Euro für ein Spiel, hier und da. Warum 5 Euro ausgeben, wenn ich es... Na. Oh, da ist Kohle. Hey Gary, du hast da Kohle übersehen. Ja, ja. weiß nicht, damals habe ich mir halt gedacht, ja, warum 5 Euro ausgeben? Für so ein kleines Spiel, wenn ich es umsonst irgendwo im Internet finden kann. Heutzutage denke ich mir, da hängt teilweise ein Entwicklerstudio hinter. Die ganzen Leute, die müssen ja auch bezahlt werden. Und denen tust du dann natürlich auch einen Gefallen, wenn du das Spiel kaufst. Nein! Aber auf der anderen Seite, man muss ja auch immer an seine eigenen Finanzen denken. Wenn man sich im Moment kein Spiel leisten kann, ja, meine Güte, da muss man auch Verständnis für haben. Und wie gesagt, auf die Frage, was ich jetzt... Ja, jetzt kostet 24, ja. Na gut, jetzt... Aber überleg mal, was für ein Content hatten die vorher drin? Die hatten ja nur diese Blöcke. Waffen, Rüstung, Zombies, Skelette, Spinnen. Ne, die hatten nicht mal...
andere Hölzer drin. Die hatten, glaube ich, nur ganz normale Fichten, Quatsch, Eichenholz-Dinger drin. Du konntest alles nur aus Eiche bauen. Du konntest, glaube ich. Plopp. Geil. So. Also viel Auswahl hattest du da nicht. Und jetzt guck dir mal an, wie viel Content da drin ist. Du hast Riesenpilze. Du hast andere Bäume drin. Du hast Tiere, mehrere Tiere drin. Du hast Pferde und alles Mögliche drin. Andere Biome. Wüste, Eis, Sumpf, was auch immer. Du hast andere Gegner. Und dafür, ja gut, 24 Öcken. Sind halt 24 Öcken, aber ich würde sagen, für so ein Endlos-Spiel gut investiert. So. Jetzt bräuchte ich eigentlich Obla. Durchgebrannten Stein. Diesen durchgebrannten brannten Stein. Ich glaube, den kann ich nicht voll machen, ne? Nee. Diesen durchgebrannten Stein. Daraus. Muss ich so einen machen.